berühre mich nicht. Das sagt Jesus am Morgen nach der Auferstehung zu Maria. Man könnte vielleicht übersetzen, berühre mich noch nicht oder nicht jetzt. Das können wir gerade gut verstehen. Don't touch me, umarmen verboten. Wir sehnen uns danach, nach Berührung, nach körperlicher Berührung und seelischer Berührung durch Beziehungen, durch Menschen, durch den Glauben, durch gemeinsames Leben. Nein, ich möchte ihn nicht fangen. Es reicht mir dieser kleine Moment, in dem er mit seinen Fühlern ganz zart meine Fingerkuppe berührt. Es ist ein kostbarer Moment, ein Moment, wo die Zeit stillsteht, wo ich meinen Herzschlag höre, Atemholen der Schöpfung. Er berührt mich und mein Herz geht auf. Jesus berührt die Menschen auch. Das ist seine Stärke. Es gibt keine Heilungsgeschichte ohne Berührung. Er wäscht seinen Jüngern die Füße, er umarmt die Kinder. Er hat keine Berührungsängste. Das berührt mich. Plötzlich ändert sich alles radikal. Die Menschen berühren Jesus mit all ihrer Grausamkeit, mit Gewalt, mit Missgunst, Dornenkrone, Folter, Auspeitschung, festgenagelt, keine Berührung mehr möglich. Ist jetzt alles aus? Dann kreuzigten sie ihn. Es war die sechste Stunde, da breitete sich Finsternis aus über das ganze Land. Das dauerte bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als sie das hörten, sagten einige von ihnen: Er ruft nach Elia. Sofort lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und tauchte ihn in Essig. Dann steckte er ihn auf eine Stange und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Aber die anderen riefen: Lass das, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Aber Jesus schrie noch einmal laut auf und starb. Schmetterling und Jesu Hände, Finger und Fühler, die sich berühren, die Nägel in Jesu Händen. Der Tod ist eine Grenze, das Kreuz eine Begrenzung. Und trotzdem ist es nicht allein eine Grenze, es ist eine Angrenzung. Etwas Neues beginnt. Berühre mich nicht, sagt Jesus. 3 Tage später zu Maria. Etwas Neues ist im Gange. Sie versteht es noch nicht, das neue Leben. Manchmal spüren wir in uns etwas, was darüber hinausgeht. Mehr nicht im Moment. Und doch.